Hier in der Konzernzentrale von BMW in München schrillten im Frühjahr die Alarmglocken. Hackern war es gelungen, in Computersysteme des Unternehmens in Thailand einzudringen. Dort produziert BMW mehrere Modelle für den asiatischen Markt. Bei dem Angriff konnten die Hacker ein Spähprogramm im Netzwerk des Autobauers installieren. Damit war es möglich, Rechner aus der Ferne zu steuern. BMW bemerkte die Eindringlinge und beobachtete deren Aktivitäten monatelang. Der Autobauer will sich zu dem Vorfall nicht äußern. Nach BR-Informationen entfernte BMW die Hacker vergangenes Wochenende aus dem System. Sensible Daten sollen nicht abgeflossen sein. Hinter dem Angriff soll eine Hackergruppe aus Vietnam namens Ocean Lotus stecken. Experten gehen davon aus, dass die Gruppe im Auftrag des vietnamesischen Staates handelt. Auch auf Hyundai hatten es die Hacker abgesehen. Wir vermuten, dass insbesondere Technologien, die im batterieelektrischen Auto verwendet werden, hier von Interesse für die Gruppe sind. Der Automobilverband VDA verschickte bereits im Juni eine Warnung des Verfassungsschutzes an seine Mitglieder mit Hinweis auf die Gruppe. Im kommunistisch regierten Vietnam baut die Firma VinFast seit einigen Jahren eine Autoindustrie auf. Die vietnamesische Botschaft in Berlin reagierte auf eine Anfrage des BR nicht. Mein Kollege Hakan Tanriverdi ist beim Bayerischen Rundfunk Reporter für Cyber- und IT-Themen und jetzt aus München zugeschaltet. Hackerangriffe auf deutsche Unternehmen sind ja beinahe schon Alltag. Was macht diesen Fall besonders? Ja, stimmt. Hackerangriffe sind tatsächlich Alltag. Der Großteil dieser Angriffe wird jedoch automatisch erkannt und auch abgewehrt. Was diesen Fall besonders macht, ist, dass es sich um eine mutmaßlich staatlich gesteuerte Aktion einer Gruppe handelt. Und solche Aktionen sind natürlich deutlich seltener und auch gefährlicher, weil sensible Daten abfließen könnten. In dem Fall ist es aber anscheinend nicht passiert. Heißt das, es ist auch kein Schaden entstanden? Das lässt sich für uns Stand jetzt schwer sagen. Alles, was wir sagen können, ist, sind keine sensiblen Daten abgeflossen. Gibt es denn Belege dafür, dass der Angriff von staatlichen Stellen in Vietnam gesteuert oder beauftragt oder gebilligt wurde? Wir haben die IT-Sicherheitsexperten gefragt, mit denen wir geredet haben. Und die sagen, technisch gesicherte Belege, die vor einem Richter standhalten würden, gibt es nicht. Aber es gibt Indizien. Und wenn man sich die Geschichte der Gruppe anschaut, dann sieht man, die ist 2013 aufgefallen. Und zwar damit, Dissidenten in Vietnam auszuspionieren oder aber in regionalen Konflikten in China aktiv gewesen zu sein. Und genau in dem Moment, in dem in Vietnam versucht wird, eine Automarke aufzubauen, mit der Name ist VinFast, genau in dem Moment gibt es dieselbe Gruppe, die anfängt, Automobilindustriefirmen anzugreifen. Das ist eines der Indizien. Wir haben die Botschaft angefragt, aber keine Antwort bekommen. Wie war denn das Eindringen der Hacker ins BMW-Netzwerk überhaupt möglich? Die Hacker haben eine gefälschte Webseite aufgesetzt und dort haben sie es geschafft. Normalerweise passiert es zum Beispiel über eine E-Mail, die man verschickt und da ist im Anhang eine Schadsoftware drin, die sich dann mit dieser Webseite verbindet. Die ist ganz normal im Internet. Und darüber konnte man dann den Angriff steuern und vorerst unbemerkt sich im Netzwerk bewegen. Irgendwann ist es aufgefallen und ab da hat BMW natürlich genau geguckt, was machen wir eigentlich. Es ging wohl vor allem darum, Informationen zu Elektroautos zu bekommen. Weiß man dazu mehr? Wir haben das die IT-Sicherheitsexperten gefragt und was uns gesagt wurde, ist, dass es konkret darum geht, wie man diese Autos bauen kann. Das ist ein sehr spezifisches Fachwissen, das man braucht. Man muss an das Personal kommen, das kostet alles sehr viel Geld. Und wenn man dann die Möglichkeit hätte, durch eine digitale Spionageoperation da an die Informationen ranzukommen, spart man sich einerseits das Geld, aber eben auch die Zeit. Muss man sagen, das ist in dieser Dimension ein Einzelfall oder sieht man daran, dass deutsche Großkonzerne ein erhebliches Problem mit ihrer IT-Sicherheit haben? Ich würde nicht sagen, dass dieser Vorfall Rückschlüsse darauf zulässt, dass da ein Problem bei deutschen Konzernen bestünde. Also Konzerne operieren unter der Maßnahme, dass sie irgendwann gehackt werden. Und dann ist es wichtig, wie schnell man diese Hacker eben erkennt. Und bei BMW und auch bei anderen DAX-Konzernen ist in den vergangenen Jahren extrem viel passiert im Bereich, das nennt sich dann bei denen Cyber Defense. Die haben sehr viel Geld in die Hand genommen, um genau dort schnell zu erkennen, haben wir Angreifer bei uns in den Netzwerken, ja oder nein. Ich würde aber auch sagen, dass es im Mittelstand durchaus ein größeres Problem ist, weil die dieses Geld nicht haben und auch das Personal nicht haben. Und das dürfte auch einer der Gründe sein, wieso der Automobilverband
im Juni dann auch diese Warnmail verschickt hat, damit es denen ein Stück weit einfacher ist. Sie sagten ja schon, Sie haben bei der vietnamesischen Botschaft angefragt und keine Antwort bekommen. Das betrifft also jetzt die Anfrage von Journalisten. Was ist Ihre Einschätzung? Dürfte der Fall in Deutschland zu offiziellen Ermittlungen oder vielleicht sogar zu diplomatischen Verwerfungen führen? Es gibt jedenfalls Beispiele, in denen der Generalbundesanwalt die Ermittlungen an sich gezogen hat. Zum Beispiel, als mutmaßlich russische Hacker versucht haben, in das deutsche Stromnetz einzudringen. Und auch im März 2018, als russische Diplomaten ausgewiesen wurden, wurde das unter anderem mit dem Hackerangriff auf das Auswärtige Amt begründet. Also ja, es wäre theoretisch denkbar. Generell ist es aber so, dass man sich ein bisschen schwer tut, denn wenn man einem Staat sagt, wir wissen, an welcher Stelle eure Hacker bei uns in den Netzwerken sind, dann nimmt man sich auch ein bisschen die Möglichkeit, die Hacker in Zukunft zu beobachten. Also ist es immer ein Stück weit eine Abwägung. Und je nachdem, wenn man sagt, man will die Hacker lieber beobachten, dann ist es natürlich kontraproduktiv, dem anderen Staat zu sagen, dass man weiß, wo die Hacker sind. Danke. Hakan Tanriverdi in München.